coming from the, I hope I pronounce it right, the Faroes. So, unser nächster Redner kommt von den Färöer Inseln. Ach, das ist so schwer für mich auszusprechen. Ich habe mir die App noch nicht angeguckt, sonst könnte ich es vielleicht ein bisschen besser aussprechen. Und Sie wollen uns jetzt erzählen, wie die Welt Färöisch lernen kann. Levi Hansen und Allan Sonne Sørensen werden uns jetzt darüber berichten. Danke, dass Sie hier sind. Also, ich bin Levi Hansen. Ich arbeite für Visit Faroe Islands. Das ist die Fremdenverkehrsvereinigung dort. Ich bin Allan Sonne Sørensen. Hören Sie mich? Ja. Ich komme nicht von den Färöern. Ich komme von einem anderen kleinen nördlichen Land, nämlich aus Dänemark, und freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Es hat eine richtige Kampagne gegeben, um die Färöerinseln bekannt zu machen in der Welt. Und wir wollen kurz über diese beiden Kampagnen sprechen. Zunächst einmal eine Frage. Wie viele unter Ihnen können sagen, wo die Färöerinseln liegen? Ungefähr die Hälfte. Gut, sehr schön. Und die, die nicht wissen, wo sie liegen, schämen Sie sich? Nein, natürlich nicht. Also es ist eigentlich nicht so verwunderlich, dass Sie nicht wissen, wo die sind. Denn oftmals sind die Färöerinseln auf Weltkarten gar nicht eingezeichnet. Und manchmal sind sie einfach irgendwo so im Ozean eingezeichnet oder eben gar nicht. Und deswegen ist es auch nicht so verwunderlich, dass man nicht weiß, wo das ist. Unser Hauptziel beim Fremdenverkehrsamt ist es natürlich, die Kenntnis der Färöerinseln zu verbessern. Denn natürlich müssen die Länder, die Menschen, wenn sie in ein Land reisen wollen oder eine Destination, erstmal wissen, dass es das überhaupt gibt. Also, für diejenigen, die nicht so viel wissen über die Färöer. Sie liegen zwischen Island und Norwegen, etwa auf der Hälfte der Strecke, 18 kleine Inseln. Und das sind ungefähr zweimal so viel Quadratkilometer wie Berlin insgesamt. 3,6 Millionen Einwohner in Berlin, bei uns gibt es aber nur 50.000 im ganzen Land sozusagen. Die Hauptexportindustrie ist Fisch und dann aber auch ein wichtiger Exportfaktor oder ein wichtiger Industriefaktor ist Tourismus. Es gibt immer mehr auch sogenannten Anglertourismus, Fischtourismus. Es ist also ein wichtiger Zweig der Wirtschaft auf den Färöerinseln mittlerweile geworden, dieser Anglertourismus. Diejenigen, die in die Färöer kommen, müssen natürlich erstmal wissen, wo das Land überhaupt liegt. Und dazu haben wir in den letzten zwei Jahren, wie gesagt, zwei Kampagnen aufgelegt, wo wir die Aufmerksamkeit der Menschen auf uns richten wollten und natürlich auch die Medien. Und das wollen wir Ihnen heute vorstellen. Also, eine kurze Vorstellung der Färöer. Es wird gleich einen Film geben, nicht weil wir zu faul sind, mit euch zu sprechen, sondern weil ich glaube, dass hier ein Film doch mehr ausdrücken kann als Wörter. Zeigt Ihnen auch so ein bisschen, wie diese erste Kampagne gestartet ist, die wir für die ersten Kunden dort entworfen haben. Das sehen Sie jetzt gleich. Wie kann man für einen so abgelegenen Ort der Welt mehr Bewusstsein schaffen? Google Street View kennt das noch nicht mal. Und das Medienbudget beträgt null. Deswegen haben wir Google Street View erfunden. Eine 360-Grad-Kamera mit einem Telefon auf einem Schafsrücken. Dann haben wir Fotos gemacht. Die wurden dann bei Google an der Programmierschnittstelle eingestellt. Dann haben wir das Ganze gemeinsam mit den Google-Brillen
hochgeladen und es war überall die Rede von unserer Erfindung. Dann wurde es viral. Dann haben wir mehr Videos hochgeladen und Aktivitäten und immer die Färöer-Einwohner gebeten, uns zu helfen mit diesem Hashtag Google Street View. Beziehungsweise we want Google Street View. Und plötzlich eines Tages war es soweit. Google mochte dieses Projekt und hat uns helfen wollen. Sie haben uns Kameras gegeben und einen Wanderer bereitgestellt. Und es gab dann eine spezielle Version von Google Street View. Wir haben Kameras ausgeliehen, dass alle mithelfen konnten, Sheep View, Horse View, Skateboard View, Kajak View und so weiter einzustellen. Aber sogar Schubkarren View gab es. Die Aufgabe wurde erfüllt. Dann ist das Ganze wieder viral geworden. Wir haben 40.000 Mal mehr Menschen erreichen können, als Menschen auf den Färöerinseln leben. Zwei Wochen nach dem Beginn der Kampagne waren die meisten Hotels in Tórshavn ausgebucht. Wir hatten also jetzt endlich Google Street View auf den Färöern und die Aufmerksamkeit der gesamten Welt. So when looking at on your faces. Ja, sie haben gelacht, sie haben gelächelt, das hat sie interessiert und das ist auch genau das, was wir erhofft hatten durch diese Kampagne. Und es ist schön, das festzustellen, dass das auch funktioniert. Wir haben diese Kampagne mit Liquid Minds in Kopenhagen entwickelt, einer unserer Partner, die auch mitgeholfen haben, dass weltweit diese Kampagne bekannt wurde. Und schließlich ging es ja darum, weltweit Werbung zu machen. Wir haben mit diesem mutigen Kunden Färöerinseln begonnen. Viel hätte daneben gehen können. Aber letztlich hat es gut funktioniert in einer Welt, wo man sich so sehr auf Klickraten, auf Views, auf Ratings konzentriert. War es gut, dass der Kunde etwas wirklich Kreatives mit uns machen wollte, dazu bereit war. Und eine Geschichte erzählen wollte. Darum geht's ja, Geschichten erzählen, Storytelling. Also, es hat sehr gut funktioniert und das freut mich für die Färöer. Also, Sheep View war wunderbar. Wir haben das Bewusstsein für unsere Inseln stärken können. Viel mehr Menschen wissen jetzt, dass es diese Inselgruppe gibt. Über 7000 Artikel sind über dieses Projekt wiederum erschienen. Mit wirklich guten Ergebnissen. Auch sehr viel Aktivität auf den Webseiten. Und der Anteil der Besucher auf den Inseln hat auch erheblich zugenommen. Und das war natürlich unser Hauptziel. Es gab einen Anstieg um etwa 10% an Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Und das geschah schon einige Monate nach dem Beginn der Kampagne. Für die nächste Saison war praktisch alles ausgebucht. Und das hat natürlich wieder neue Herausforderungen für uns mitgebracht. So, wir wissen doch alle, dass es schön ist, ein bisschen die Sprache des Landes zu sprechen. Sowas so wie, ich hätte gern ein Bier. Es
lernt man ja gerne in einer anderen Sprache. Dafür gibt es ja Google Translate. Das benutzen ja auch viele. Aber Färöisch war gar nicht bei Google Translate vertreten. Und das haben wir nicht als ein Hindernis angesehen, sondern als eine Herausforderung und Gelegenheit. Können wir da vielleicht was machen? Können wir damit was anfangen? Also haben wir Google kontaktiert und sie gefragt, ob sie bereit seien, bei Google Translate Färöisch hinzuzufügen. Sie haben nicht geantwortet, also haben wir die Dinge selbst in die Hand genommen und eine eigene Version geschaffen. Faroe Islands Translate, also ein Übersetzungsdienst für Färöisch. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie es funktioniert. We created a website and wir haben also eine eigene Website geschaffen. Das ist jetzt offline, weil die Kampagne beendet ist. Man sah also erstmal einen Film über dieses Vorhaben, was wir versucht haben zu machen. Dann oben konnte man einen Satz einfügen, ein Wort einfügen, dann auf Übersetzen drücken, übersetzen. Und dann bekam man eine Live-Video-Übersetzung von einem Freiwilligen aus den Färöer Inseln. Also die tatsächliche Person hat dann diese Sätze ausgesprochen. Also es war nicht nur Text. Man kann etwas eingeben, dann auf Übersetzung drücken und dann bekommen Sie eine Antwort. Ich liebe dich, dann ist es diese junge blonde Dame, die antwortet. Gehen Sie noch mal ein bisschen zurück. Dann konnte man seine Mailadresse hinterlassen und sich für einen Newsletter anmelden in diesem Projekt Atlantic Airways. Das ist die Fluggesellschaft der Färöer Inseln. Bitte nochmal zurück. Hier können Sie sehen, wie wichtig doch guter Inhalt ist. Wir haben mit dieser Kampagne angefangen, dann hat sich das virusartig verbreitet und wir haben festgestellt, wenn es interessant genug ist, wenn es humorvoll ist, wenn die Leute sich beteiligt, angesprochen fühlen, dann kann man viel erreichen. Das musste natürlich digital sein, gar keine Frage. Das wissen Sie ja, beim Marketing ist es so. Das war für uns auch wirklich ein wichtiger Lernprozess. Also wir haben Inhalt geschaffen, der einfach geteilt werden konnte, der die Leute ansprach und der dann zurückverwies auf unseren Partner Atlantic Airways. Die Menschen hatten also die Möglichkeit, dann wieder zurückzukommen, weitere Informationen zu erhalten oder auch sich zu entscheiden, zurückzukommen auf die Färöer Inseln. Wir haben auch festgestellt, dass mehr Menschen pro Tag unsere Website ansehen, als das vor dieser Kampagne der Fall war. Wir haben einen Blog mit Filmen auf der Website. Wir haben Presseankündigungen an die Medien geschickt in allen unseren wichtigen Märkten. Ich mochte wirklich hier diesen Beginn dieser Sheepview-Kampagne, den Sie vorhin gesehen haben. Da haben wir diese Google-Brillen aus Karton versendet. Also man kann sein Telefon in diese VR-Brille hineinstecken. Und dann kann man herumlaufen und sieht eben diese Sheepview-Sicht der Färöer Inseln. Und dann sind wir in Großbritannien haben wir das ausgeliefert an die wichtigsten Medien, tatsächlich physisch hingeschickt mit Taxi, sodass sie sich das ansehen konnten, nicht einfach nur als E-Mail, und dass sie diese Dienstleistung ausprobieren konnten, die wichtigsten Medien in Großbritannien, und sehen, wie es funktioniert. Und gleichzeitig sind wir natürlich auch mit den Färöer Bewohnern selbst in
Verbindung getreten und haben sie gebeten, natürlich die Hashtags möglich einzusetzen. We want Google Street View und Faroe Islands Translate, diese beiden Hashtags. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das Wichtigste, der wichtigste Erfolgsfaktor der Kampagne war diese schöne Geschichte. Wir haben kein Geld für Werbung ausgegeben. Es beruhte alles auf Verbindungen, auf sozialen Medien, auf einer Verbreitung im Internet, viral. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Und das wichtigste Highlight war hier wirklich, dass die beiden Kampagnen insgesamt 3 Milliarden Leser, Zuschauer, Zuhörer erreicht haben. Und das wichtigste Ziel ist damit erreicht. Es ging uns darum, wirklich auf weltweiter Ebene zu agieren, global zu agieren, Schritt für Schritt. 3 Milliarden Menschen haben wir erreicht und das hat uns ein Echo in Spiegel, in CNN, in Washington Post und so weiter gesichert. Also, es ging um eine schöne Geschichte, eine witzige Geschichte, eine wahre Geschichte und wir hatten hier bei dieser Gelegenheit auch die Möglichkeit, diese schöne Landschaft zu zeigen. Diese schönen Bilder der Färöerinseln. Dann hat man wirklich Lust, dahin zu gehen und zu wandern, Wanderlust sozusagen. Dann haben wir auch Auszeichnungen bekommen, das ist ganz interessant. Ich sage immer, Preise sind gar nicht so wichtig, aber wenn Sie sie erstmal haben, finden Sie sie doch wichtig. Wir haben also diese Geschichte über die Färöer erzählt in der gesamten Welt. Es hat viele positive Reaktionen gegeben, viel Aufregung. Und es ist irgendwie schön, tatsächlich auch einen Nachweis sozusagen zu haben, dass diese Kampagne so erfolgreich war. Ein paar Punkte, die wir aus dieser Kampagne haben lernen können. Die Produktwerbung kann für jede Destination funktionieren. Aber es ist wichtig, eine Geschichte zu erzählen, das Storytelling. Also es geht nicht nur einfach darum zu zeigen, wie schön die Natur ist, um die Dinge zu verbreiten, haben wir eine Geschichte erzählt. Wir haben sozusagen die Schafe sprechen lassen in dieser ersten Kampagne. Dann haben wir uns auf den Inhalt konzentriert. Und wenn Sie eine tolle Geschichte haben, dann sollte man wirklich versuchen, das auch humoristisch aufzubereiten. Das funktioniert eigentlich immer. Das haben beide Kampagnen gezeigt. Teilnahme der ortsansässigen Bevölkerung war auch ganz wichtig. Sie haben uns natürlich irgendwie die Schafe auch erstmal zur Verfügung stellen müssen, gut mit uns zusammengearbeitet. Dann aber auch natürlich die Menschen, die bereit waren, freiwillig an dieser Übersetzungskampagne teilzunehmen. Da haben wir etwas Neues geschaffen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, wenn es um eine Fortentwicklung dieser Dinge geht. Die lokale Bevölkerung muss sich beteiligt angesprochen fühlen. Wir wollen, dass sie dabei sind. Wir wollen, dass sie zeigen, dass sie gastfreundlich sind. Sehr positiv. Und je positiver sie da herangehen, desto positiver wird auch ihre Reaktion auf Touristen sein. Dann haben wir diese Kampagne ja in 2 Teile aufgeteilt, um eben in Wellen möglichst viele Leute erreichen zu können. Die erste Welle war eine Google-Welle. Sie wollten also, wie gesagt, nicht bei Street View uns vertreten haben und auch nicht bei Translate, also mussten wir irgendwas tun. Das war der erste Teil der Geschichte. Und zweitens, als Google plötzlich dann doch mit uns in Kontakt trat,
gab es eine neue Geschichte und das hat die nächste PR-Welle erschaffen. Für die Übersetzungskampagne Faroe Island Translate waren wir im Dialog mit Google und ich hoffe, dass das bald auch wirklich bei Google möglich sein wird. Wir sind ja immer noch mit Ihnen in Kontakt. Und bei Street View ist es ja so, dass wir jetzt vertreten sind, wir also auch tatsächlich auch bei Google einen Erfolg verzeichnet haben. Wir sind jetzt als Faroe Island vertreten. Das war ein PR-Erfolg. Also wir haben eine Kampagne gestartet und ein Jahr später waren wir wiederum in den Medien, weil wir eben es geschafft hatten, bei Google Street View vertreten zu sein. Und das ist eine gute Möglichkeit, vorzugehen, die Dinge aufzuteilen. Und das ermöglichte Ihnen, länger präsent zu sein als nur eine Woche oder zwei. Wir bekommen immer noch Anfragen von Journalisten, die Interviews mit uns führen wollen, die die Kampagne näher kennenlernen wollen, die Google Translate-Kampagne oder die SheepView-Kampagne. Das kriege ich immer ein bisschen durcheinander, diese beiden Kampagnen. Dann haben wir auch Botschafter in Form der färöischen Bevölkerung gefunden. Also ich glaube, das war wirklich eine wichtige Sache. Wolltest du noch was hinzufügen? Ja, ich hoffe, wir haben jetzt noch viel Zeit für Fragen. Naja, ich denke, das war interessant. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und auf bald auf den Färöer Inseln. Wenn Sie Fragen haben, gerne später. No. Thank you very much. Vielen, vielen Dank. Zunächst mal Fragen. Also nein. Gut, ich mochte wirklich, habe wirklich ganz, ganz toll gefunden, diesen ersten Teil, Sheep View und Horse View. Es war großartig. Danke, dass Sie diesen Vortrag hier gehalten haben.